Am Donnerstag konnten die Schildkröten im Hoyerswerda Zoo wieder ihr angestammtes Domizil in Besitz nehmen. In den vergangenen Wochen war das Gebäude energetisch saniert worden. Den Schwerpunkt bildete der Einbau einer neuen B- und Entlüftungsanlage. Im Zuge der Arbeiten sind außerdem das Dach gedämmt und abgedichtet sowie Wände erneuert und Fenster ausgetauscht worden. Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Knapp die Hälfte davon sind Fördermittel. Zoodirektor Eugen Breuns hofft nun mit diesen optimalen Bedingungen auf Nachwuchs bei den Galapagos-Schildkröten. Bert und Jolante sind das einzige Paar in Deutschland. Allerdings ist die Nachzucht schwierig, denn die Paarung der bis zu 300 Kilogramm schweren Tiere erfolgt sehr selten, dämpft der Direktor zu hohe Erwartungen.